Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Katzentipps-Blog. Heute möchte ich mal gern auf das Thema Spielen bei den Kleinen einfach mal eingehen, da die Kleinen ja, da wir das Thema schon Katzentoilette und Essen hatten, fehlt uns natürlich noch der Spaßfaktor am Ganzen. Also im Grunde genommen spielen die Kleinen natürlich mit allem und mit sich selbst. Ergänzend hierzu, also Icy hat sich in die Play and Scratch Spielschiene verliebt von Katit. Wie schon in dem Blog, wo ich die Spielschiene vorgestellt habe, erklärt, dass die Kitten solche Sachen auch sehr lieben. Und das ist auch hier der Fall. Also die Icy spielt wirklich sehr gern damit. Hat es natürlich gegessen nach einem Essvideo, ist sie ein bisschen faul. Es ist auch so die Mittagszeit rum, da wollen die Katzen sowieso erstmal schlafen. Aber nichtsdestotrotz, sie spielt sehr gern damit. Die ganz kleinen Perser, die spielen natürlich noch nicht damit. Die sind noch ein bisschen zu klein. Aber womit sie spielen, da komme ich zu der zweiten Empfehlung. Das sind natürlich die Conkickeroos, die ich hier auch schon vorgestellt habe. Also die Kleinen spielen auch liebend gern damit. Hier mal die zwei. Nein. Und natürlich mit unseren Lieblingsmäusen. Die sehen dann so aus. Die rascheln. Und natürlich unser Burner aus dem Zara-Video, aus den ersten Videos, wo ich mal die Spielgeschichten angefangen habe mit der Zara. Die Kleinen lieben dieses Ding. Ja? Was immer das auch ist. Also die ganz kleinen Perser, die spielen liebend gern damit. Jetzt versuche ich mal einen zu fangen, um das mal zeigen zu können. So, also wie gesagt, die Icy ab 6 spielt schon damit. Die Maus schleppt sie natürlich gern weg. Ich lege sie hier weg, weil der Ball lenkt sie ein bisschen ab. Und die ganz kleinen mit 4 Wochen spielen gern damit. So, jetzt habe ich mal eins. Mal gucken, ob ich das schaffe. Hier, guck mal. Es gibt nämlich so einen kleinen Spielfanatiker. Ich weiß aber nicht, welcher das gerade ist. Ja, aber auf jeden Fall, um das ganze Thema nochmal anzuschneiden, ist es einfach so, also zu viel Spielzeug braucht man natürlich nicht. Also man sieht, die Icy beschäftigt sich gerade mit der Maus. Oder sie hatte sich mit der Maus beschäftigt. Jetzt nimmt sie unser kleines Viech mal unter die Lupe, ja, und ja, also mehr als das braucht man jetzt nicht wirklich. Also die Kickeroos, eventuell wer jetzt noch den Plain Scratch hat, also die Spielschiene ist noch ein bisschen zu glaube ich, zu schwer für die Kleinen. Also hier ist es irgendwie ein bisschen anders gemacht, dass sie eben hier drauf sitzen können, so wie vorher bei Icy. Und hier mit dem auch, mit dem Fussel, sich ein bisschen beschäftigen. Aber ansonsten schleppen sie die Kickeroos durch die Gegend. Und natürlich dieses kleine Ding. Jetzt hab keine Angst. Jetzt habe ich leider keinen Perser dabei, weil die essen gerade bei der Mutter. Und ich will sie jetzt nicht. Also wie gesagt, die Kickeroos und das Plain Scratch. Das ist also für den Anfang völlig ausreichend, weil man muss ja bedenken, dass sie die restliche Zeit eigentlich mit sich selbst spielen. Icy ärgert die immer ganz schön und ja, entdecken die Welt. Und da muss man jetzt die Kleinen jetzt wirklich nicht tot schütteln mit Spielzeug, sondern wirklich mal ein paar einfache Sachen, ein paar kleine Spielgeschichten. Und dann ist es auch schon für die ausreichend. Es ist auch natürlich wichtig, mit denen zu spielen, dass sie auch wirklich in der Zeit dann auch den Charakter entwickeln und dann dementsprechend menschenbezogen werden. Also bei uns ist es so, die laufen schon alle hinterher, ja, egal wo wir jetzt sind. Man muss natürlich aufpassen, dass man dann nicht zufällig auf einen Kitten tritt oder so, ja, aber im Grunde genommen ist es eine wunderbare Zeit, so 4 bis 12 Wochen ist es wirklich eine ganz, ganz schöne Zeit, auch für die Züchter,
Und ich denke mal, ja, man muss denen auch ein bisschen Nähe zeigen. Ich versuche es mal so zum Schluss. Man muss auch ein bisschen die Nähe zeigen, dass man da ist, dass man sich mit denen beschäftigt, damit sie auch einen kennen. Und auch die neuen, also mit 6 Wochen dann eben mit dem Besichtigungstermin mal anfängt, ruhig mal Zeit lassen zum Spielen, um die Kleinen auch kennenzulernen. Da sieht man auch, da lernt man auch den Charakter. Die Kleinen, die 6 Perser plus die Icy, die 7, die haben alle einen völlig unterschiedlichen Charakter. Und das kann man nur erst dann sehen, wenn man sich ein bisschen mit denen beschäftigt. Ja. Also wer einen Besichtigungstermin in 5 Minuten macht, der wird nie den Charakter von so einem Kleinen kennenlernen. Ja. Jetzt hole ich mal noch unseren Spiel. Trieber. Komm her. Ah, du bist es. Ah, du bist es. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Das ist unser Spielfreak, ja. Komm her. Ja. Also wirklich mal Zeit lassen, um den Charakter mal kennenzulernen. Und das ist auch ein Mädchen. Mädchen sieht man nämlich, sieht man im Gesicht. Aber das ist nur am Rande. Ja, wie gesagt, ruhig Zeit nehmen, auch beim Züchter, wirklich mal eine Stunde mit ihnen spielen, um auch wirklich mal den Charakter kennenzulernen, um die Kitten mal zu sehen, wie sie auch wirklich sind. Weil in den ersten Minuten, wenn sie so ein Kitten mal besuchen, dann sehen sie in Wirklichkeit nur das Äußere und niemals den Charakter. Weil das bedarf natürlich einiger Zeit und wir bieten das sehr oft an, oder wir bieten es immer an, uns sehr oft zu besuchen, einfach um auch mal bei der Entwicklung des Kleinen mit dabei zu sein. Und ja, und da freuen sich auch alle und wir natürlich auch. Und ja, manch eine Überraschung gab es schon mal, weil es gibt wirklich auch Kitten, die den Besitzer sich aussuchen und nicht immer umgekehrt. Also wir hatten das schon oft, dass jemand unbedingt ein Kitten haben wollte und sich dann eben in ein anderes verliebt hat. Ja, aber das ist wirklich, das passiert nur dann, wenn man sich auch wirklich Zeit nimmt und Zeit lässt. Und das sollte man auch tun, auch an die neuen Katzenliebhaber als Tipp. Nehmen Sie sich wirklich mal die Zeit, die Kleinen kennenzulernen. Das wird Ihnen jeder seriöse Züchter auch anbieten, um einfach sich mal ein Bild auch von dem Charakter machen zu können. Und alles andere, ja, entscheidet sich dann fast schon wie von selbst. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören und Zuschauen und freue mich auf Ihren Besuch in einem anderen Blog. Vielen Dank.